Können wir hier was machen? Ich glaube nicht, oder? Zugriff auf Aufzeichnung erfolgt. Antriebszerstörungscodes verschlüsselt. Bio-Sicherheitsaufzeichnung verschlüsselt. Crewliste Zugriff möglich. Crewliste. Crewstatus beim letzten Schiffszweiten Bioscan vor 10 Tagen. Befehlshabender Offizier, Schiffsführer Anang Bao. Offiziere vom Dienst, Sicherheitsoffizier Aibia, Oberleutnant Mikianam und Navigator Arduin. Crewstatusbericht, Crewmitglied Berufsbesetzung 81, Crewmitglied einberufen 91. Überzähliges Personal, Fenrich Dipuendos, örtlicher Funktionär, Wikin-Soldat Noyang, Forschungsspezialist, Wehrpflichtiger Nassau, medizinisches Personal. Bioscan aktualisieren. Scanne Schiff nach Spuren biologischen Lebensformen. Keine biologischen Spuren gefunden, die Crew mit Aufzeichnung übereinstimmen. Letzte bekannte Crew-Standorte werden abgerufen. Schiffsführer Angabau, Gebiet zensiert. Sicherheitsoffizier Aibo, Notfallteleporter vor einem Tag. Oberleutnant Mikuyanam, Bio-Sicherheitskontrolle vor 2 Tagen. Navigator Arduin, Fehler, mehrere Standorte vor 3 Tagen. Mehrere Standorte? Wie ist das? Wie geht das denn? Hat es den zerlegt oder was? Den hatte ich schon, ne? Zuvor auf. Genau. Zuvor aufgezeichnet. Okay, hier hatten wir nichts mehr. Wir gehen mal da lang. Okay, hier ist ein Raum mit nichts drin. Das ist jetzt nicht so viel. Dann geht's weiter. Da lang. Jetzt geht's nach unten. Abwärts. Abwärts ist immer schlecht. Versuche das gerade ein bisschen zu beschleunigen. Ja, aber es dauert ja doch ein bisschen länger. Gebäudeteile lernt. Okay. Die Dinge habe ich kaputt gemacht und dann ist das Spiel abgespielt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, ist wieder einer. Komm mal her hier, Mädels. Eine Kreatur will bleiben. Wo bist du? An der Decke? Am Fußboden. Okay. Was? Ladung aufgebraucht? No! Was brauchen wir denn? Ich brauche wieder Saft hier. Saft. Spiel mache ich auch noch voll. Brauche ich zwar nicht, aber ist egal. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Was mache ich denn da? Leckerlis. Nicht unbedingt meine Leckerlis, aber okay. So, gucken wir mal. Da ist noch eine Tür. Können wir die hier leer machen? Nein, der geht nicht. Okay. Da gucken wir gleich nach. Da ist nichts, da war das Nest. Hier war noch was. Oh, da ist noch was. Alles zerschossen, jo. Oh, mein Material ist wieder alle. Wir gehen hier gerade ein bisschen drauf. Der ist voll. Da müssen wir auch nochmal kurz was reinbuttern. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Und dass wir noch das normale Notfallding haben. Sonst wäre ich jetzt gerade ein bisschen kühl geworden hier. So, das weg, das weg, das weg. Hier können wir gerade noch mal den Teleporter anmachen. Das Ding noch mitnehmen. Da ist ein Protokoll. Schiffs-KI-Protokoll-Fragment 961,04 wiederhergestellt. Interner KI-Speicher verschlüsselt, wird entschlüsselt. Ausgabe folgt.
Automatisierter Bericht für wehrpflichtige Gas-Catering. Stärke des Bewusstseins eingrenzen. Außergewöhnlich. Anfälligkeit für Parasiten sehr niedrig. Durchschnittliche Ruhezeit unterdurchschnittlich. Schlussfolgerung zur Löschung vorgesehen. Okay. Ich will jetzt aber nicht unbedingt zur Löschung vorgesehen sein hier. Habe ich den schon leer gemacht hier? Ich glaube ja, ne? Nee, habe ich nicht. Okay, den hatte ich hier schon. Nee, hatte ich auch nicht. No, mein Inventar ist voll. Was? Yikes. Ich habe echt keinen Platz mehr, wa? Ich habe keine Raffinerie dabei. Oh Mann. Was schmeiße ich denn weg? Das ist jetzt blöde. Ich habe leider keine Raffinerie dabei. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Wie viel ist denn die wert? 11.000? Komm, wir schmeißen die Katzen hier weg. Oder? Mach die mal weg. Da sind die Dinger. Siehst du hier? Da sind die Echo-Ortungsgeräte. Ich habe die schon gesucht überall. Ich habe die schon überall gesucht. Tja, hier können wir hin, wenn wir die Sachen haben. Die können wir noch mal kurz gucken. Da können wir draufballern. Das ist ja aus Krankenstation, ne? Krankenstation? Ja, sieht nach Krankenstation aus. Unvollständiges Frachtverzeichnis folgt. Lemium 602, nur für den Kapitän 4-mal. Stickstoffsalz 925 und glänzendes Ei 11. Einheit geöffnet. Okay. Das heißt, den hat Teleporter mal aktiviert. Hier können wir noch nichts machen, weil uns fehlt noch der Ausweis. Zu uns bewahrten Großrechner verweigert. DNS des Kapitäns für Zugriff auf persönliches Protokoll erforderlich. Schiffsweite Bioscans weisen auf einen schweren Vorfall hin. Überschreibung verfügbar. Beginnen damit, das Schicksal des Kapitäns zu ergründen. Weiß ich nicht. Wir gehen das weg. Können wir nichts zu sagen, weil wir haben noch nicht alles gefunden. Das heißt, wir gehen mal kurz durch die Tür da. Ist das Frachtraum? Beziehungsweise der letzte. Ne, hier ist ja noch ein Raum. Wie gibt's denn hier? Wow. Plündern? Jo. Muss ich ein bisschen ranhalten jetzt hier, ne? Wenn jetzt hier noch Roboter rumlaufen würden, ne? Dann würde ich mir Gedanken machen. So Androiden oder so. Die finde ich ein bisschen unheimlich. Beim Alien weißt du wenigstens, du bist im Arsch, wenn da eins begegnet. Bei den Androiden bist du dir immer nicht sicher, weil die können dir erstens helfen und zweitens können sie dich einfach platt machen. Das ist halt so eine 50-50-Chance sozusagen. Haben alles. Okay, wo geht's hier lang? Oh Mann. Sind ja gar kein Ende mehr hier. Das sieht nach Maschinenraum aus. Jupp. Gucken wir mal. Wir müssen am Anfang auch noch den einen Raum noch checken. Ich hatte die Befürchtung, da war vielleicht der Ausweis drin, ne? Okay, haben wir noch ein Protokoll? Nur für den Kapitän bestimmt. Crew-Bewertung vor dem Abflug. Schon wieder? Name, Vollstrecker, Eitung Pin. Spezialisierung, Toxizitätsneutralisierung. Mechanisches Geschick, 68%. Intelligenz, 20%. Arbeitsniveau, 37%. Beliebtheit im Unternehmen, 38%. Prognostizierte verbleibende Lebenserwartung, 46,8 Jahre. Nachtrag. Persönliche Aufzeichnung des Kapitäns, 1349,9. Sammelt seltsame Objekte, warum? Nachtrag 1449,9. Die Sammlung ist zum Problem geworden. Die Verwendung für Frachtraum für persönliche Objekte verstößt strikt gegen die Protokolle. Intervention erforderlich. Der hat also Sachen gesammelt und hat das einfach da alles gelagert. Frage ist, was hat er gelagert, ne? Hier haben wir noch ein Protokoll. Nur für den Kapitän bestimmt. Crewbewertung vor dem Abflug. Mann, hier gibt es ganz schön viele Crewbewertungen. Kamerad Agian. Spezialisierung Maschinenbau. Ehrlichkeit 78%, Intelligenz 18%, Respekt für Befehlshaber 86%, Beliebtheit im Unternehmen 81%, wow, okay. Prognostizierte verbleibende Lebenserwartung 38,7 Jahre. Nachtrag, persönliche Aufzeichnung des Kapitäns 1267,3, sympathisiert mit KIs, muss überwacht werden. Okay.
Er ist also ein KI-Fan gewesen. Da ist nix, da ist was. So langsam aber sicher geben wir hier die Optionen aus, ne? So, Heizung. Den machen wir noch an. Gucken wir mal. Maschinenbaukontrolle, gucken wir mal. Zugriff auf Maschinenbau, Bedienfeld. Generatorausfall erkannt, Hersteller auf Notstromzufuhr, Komponente bauen. Frachterschrott herstellen, Technologie-Upgrade herstellen. Gucken wir mal. Echt jetzt? Schon wieder? Mein Inventar ist schon wieder voll. Schmeiß ich den weg. Die sind ein bisschen was wert. 23.000. Da habe ich ein bisschen mehr. Was schmeiß ich denn jetzt weg hier? Irgendwas, was nicht so viel wert ist. Ist alles ein bisschen was wert, ne? Navigationsdaten. Ich schmeiß die Navigationsdaten weg, komm, ist egal. Nein, das hier. Komm schon. Wir stellen was her. Technologie-Upgrade herstellen. Interne Technologie-Replikatoren eingeleitet. Extrahiere. Abgeschlossen. Nanokompression abgeschlossen. Wirkliche Einheit. Bereit zur Abholung. Geborgenes Flottenerkundungs... Flottenerkundungseinheit. Okay. Jetzt ist die Frage. Ich muss nochmal zurückgehen. Wie ist der Raum? Oh. Wie ist der Raum da vorhin, wo ich drinne war? Ich habe einen Raum nur nicht. Da ist noch was zum Plündern. Na gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, wa? Den habe ich nicht gesehen da oben. Okay, ich hoffe, ich habe alles mitgenommen ansonsten. Hier komme ich nicht weiter, weil hier wissen wir nicht genau, was wir machen können. Wir haben keinen Ausweis mitgenommen, glaube ich. Großrechner. Hier sind wir beim Großrechner. Okay. Dann müssen wir nochmal an Anfang. Ich gehe aber mal gerade alles zurück hier. Nee, da ging nicht. Warte mal da lang. Da ist noch was. Da ist noch was. Noch mehr ekliges Zeug hier. Mehr Schleim für Nanit. Ich komme gerade durcheinander. Da komme ich hier. Moment, da. Achso, das war das Protokoll. Da müssen wir lang. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir können ja auch nicht schnell rennen hier, leider. Das vermisse ich ein bisschen. Müssen wir wieder hochklettern, ne? Ja. Okay. Ab nach oben. Kapitänsprotokoll wiederhergestellt könnten wir noch nicht, weil uns fehlt halt ein Teil. Und das ist, glaube ich, am Anfang. Das heißt, wir müssen uns gleich wieder zurückporten. Was war das? Okay. Wo muss ich denn jetzt langlaufen? Da ist noch mehr Gedöns. Jo. Du musst auch genau die richtige Stelle erwischen, ne? Ich laufe mal gerade zurück. Wo war das ganz am Anfang, ne? Oder? Es wäre krass, wenn hier einer rumlaufen würde oder so. Ich glaube, hier am Anfang war die eine Tür, die wir anders machen mussten, ne? Genau. Jetzt müssen wir gerade wieder aufs Timing achten. Da müssen wir hin. Und laufen. Tür öffnen. Hier liegt noch was. Gebäudeteile, nice. Was haben wir hier? Unvollständige Crew-Ausrüstungsverzeichnis folgt. Name: Kadett Mike Wingman. Spezialisierung: Frachtverladung. Persönliches Schließfach enthält Ersatzstiefel, DNS-Probe, eigene Linseneinsteller und allerlei personalisierte Würfel. Letzter Zugriff vor 7 Tagen. Ergebnis eines DDN-Scans. Der Inhalt ist von säurehaltigen Ablagerungen bezogen. Das sind wir mal nicht weiter. Ich brauche eigentlich. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Ich habe jetzt alles aufgemacht, ne? Mir fehlt ein Protokoll. Ich weiß nicht, wer ihr nicht angeben soll da. Weil ich kann mir sonst das Teil nicht holen. Das ist ja jetzt doof.
laufen und laufen und laufen. Habe ich irgendwo ein Protokoll übersehen? Nee, eigentlich nicht, oder? Zuvor aufgezeichnete Daten. Zuvor aufgezeichnete Daten. Merkwürdig. Ich müsste eigentlich die Daten haben, damit ich das öffnen kann. Ich weiß aber nicht, wen. Aufgezeichnet. Aufgezeichnet. Hier war sonst nichts mehr, ne? Aufgezeichnet, okay. Merkwürdig. War hier noch irgendwas? Da sind zwei Räume, ne? Warte mal, hier. Geht's nach unten und da drüben? Was war da? Bin ich da hingegangen? Bin ich da nicht hingegangen? Doch, habe ich mitgenommen. Hier war ein Raum mit gar nichts drin. Okay. Ist nicht so viel. Tja, dann weiß ich auch nicht. Die Episode wird gerade wieder mega lang. Wenn das so weitergeht, muss ich hier echt wieder zwei Episoden draus machen. Das ist aber blöde jetzt. Ich dachte, ich mache kurz eine Episode. Aber andererseits, gut, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, vielleicht, mir das zu schreiben. Ob ihr dann vielleicht eine Idee habt, was man machen könnte oder so, oder... Ja, oder ich muss was anderes machen. Ich könnte ja mal Ark anfangen wieder, aber... Oh, Ark anfangen zu spielen ist auch wieder ein bisschen... Dann alleine ist das schon eine ganz eigene Hausnummer. Das ist aber blöd, dass das Modding-mäßig so... Wie soll man sagen? Wie so... unsicher ist, sagen wir es mal so, mit so vielen verschiedenen Sachen halt. Wenn du da halt... Du musst halt für alles eigentlich eine Genehmigung haben, für alles. Um wirklich absolut sicher zu sein. Und das ist halt ein bisschen... Nee. Tja, gucken wir mal. Ich habe jetzt nichts, ne? Kann ich hier irgendwie... Habe ich eine Karte? Ich glaube, ich habe keine Karte. Unbekannt. Eingabe akzeptiert. Protokoll zeichnet das Schicksal des Kapitäns als unbekannt für tot erklärt auf. Der diensthabende Offizier kann das Kommando übernehmen, zu fortfahren als diensthabender Offizier, Authentifizieren, Sicherheitszugangsdaten erforderlich. Ach, Mimikwam haben wir hier, okay. Haben wir doch schon. Zugangsdaten akzeptiert, willkommen, Oberleutnant Mimikwam. Das Programm wird dich als vorübergehenden Kommandanten in die Aufzeichnung aufnehmen. Letzter signifikante Eintrag von Schiffsführer Anambau folgt. Datumstempel 2400, man sagt uns Gag Lügen, sie intrigieren und täuschen uns bei jedem Atemzug. Man sagt uns, das sei eine andere Form der Kriegsführung. Wir werden sehen. Datumstempel 2467,7. Unsere Gäste stellen nur ein kleines Problem dar. Vielleicht haben die Offiziere recht. Ich werde vielleicht mehr Nachsicht üben. 2469,2. Heute Morgen kam der Korpus in mein Quartier. Er erzählte mir eine seltsame Geschichte. Er sagte, er hätte mich in einem anderen Leben gekannt. Und dass er meinen Tod sah, ich lachte, der Kovacs nicht. Datumstempel 2418,5. Die Gag wollten schon wieder einen Handel. Ihre Freiheit gegen eine Welt, einen ganzen Planeten, Gra. Als wären Planeten so teuer. Ich sagte ihnen, sie sollen es nochmal versuchen. Wir sind fast zu Hause. Datumstempel 2448,9. Der Kovacs Namen. Was ist der Name der Kovacs? Was ist der Name der Korvex? Habe ich das Protokoll mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Dann sollten wir gehen. Das ist nicht so. Das geht mal. Okay, sind wir richtig? Dann gehen wir mal. Jetzt können wir, wieso können wir eigentlich nur hier laufen? Warte mal. Ich nehme jetzt alles mit hier. So. Draußen auch noch irgendwas? Ich glaube, hier war auch noch irgendwas, ne? Da. Hey, ich kann über so eine Kante nicht laufen. Dass man nicht springen kann, ne? Ich will das da mitnehmen. Hier war nichts mehr? Nein. Okay, dann habe ich hier gleich alles mitgenommen. Da haben wir wirklich alles mitgenommen. War das gerade im Schnelldurchlauf hier ein bisschen durchgezogen. Ich habe jetzt alles geplündert, was ich in die Nagel fest ist hier eigentlich. Schweißnaht sieht aber nicht so sauber aus hier. Okay, ich glaube, das war's. Dann hauen wir ab, würde ich sagen, von dem, naja, Geisterwrack, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Weltraum verschollen. Ein Koffer für die geborgene Güter finden. Das ist kein Problem.
Käufer gibt es überall, wie war das, ne? So, ja, dann gehen wir das mal ab. Ja, ich weiß das nicht genau. Ich würde sagen, ich mache 2 Episoden draus. Das heißt, das wird dann so eine Doppel-Episode nochmal. Und ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich machen soll. Weil das Problem ist, wir haben eigentlich nichts mehr mit dem anderen Charakter. Wir sind jetzt noch in einem neuen Universum. Wir können halt noch so ein bisschen erkundigen, aber so viele spektakuläre Sachen. Ich weiß nicht genau, wir könnten höchstens gucken, ob es noch irgendwas Abgefahrenes im Weltall gibt. Weil ich habe gemerkt, wenn du da durch die Gegend selbst, da gibt es manchmal ganz abgefahrene Sachen. Ich habe ja zum Beispiel das, was war das, von den Gek. Habe ich was gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Von den Erstgeborenen, oder ich weiß nicht, oder den Ersterwählten, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Und, da waren noch so ein paar andere Sachen. Komm, wir geben das mal alles dem Händler hier. Hey, mein Freund. Und, ich weiß gar nicht, genau, wir hatten eine Zivilisation in der Welt noch gefunden, die wir noch dagelassen haben. Was haben wir denn noch gefunden? Wir haben ein Silo gefunden, was im Weltall schwebte, warum auch immer. Das sah eigentlich aus, als wäre das ein Silo, was auf dem Planeten gehört. Außer der Planet hat es zerblasen, das Silo nicht. Was ein bisschen merkwürdig wäre. Und ich weiß gar nicht, was da noch war. Das waren auf jeden Fall in den ersten beiden Staffeln. In der ersten Staffel hatten wir ja viel Story noch. In der zweiten noch so die Reste sozusagen. Und dann, ja, dann wurde es halt ein bisschen ruhig, ne? Deswegen hatte ich auch noch die Expeditionen dann gemacht, erstmal. Und ja gut, Modding, ja, das ist blöde. Das, hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber naja. Mein Vorteil Information, ja? Ich kann es riechen. Möchtest du ein Geschäft abschließen? Ich habe viel unreines Metall. Die Crew ist verkaufen. Ja, komm hier. Bitteschön. Kann ich dir noch... mein Freund, Tapferreisende, was für einen unbezahlbaren Besitz du dir bei dir trägst? Aber nein, mein Freund, nichts ist unbezahlbar. Ist es unreines Metall, was du willst? Kapitänsprotokoll, hier. Noch irgendwas, was ich dir geben kann? Der lächelt schüchtern, als ich mich nähere, doch es scheint gespielt, denn im Chaos seines Verkaufsstands kann ich die Umrisse seiner Waffe erkennen. Oh, die nächste kostet 10 Millionen, okay. Fragen, was zum Kauf steht, alten Schrott kaufen. Okay, ich glaube, achso, ich muss mal Upgrades wieder hier meinen, das müsste ich nochmal gucken. Die kann ich noch gebrauchen, das ist gar nicht so schlecht. Ich muss sie mal unbedingt aussortieren. Ja, dann könnten wir eigentlich Erortungsgeld, wir haben noch 2 Sachen, wir könnten nochmal nach Schiffen gucken, aber ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch nach mehr Schiffen gucken soll. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt mehr als 3. Es wurden 3 vorgestellt, nur in der Übersicht, aber es sollen random generated Raumschiffe Variationen sein bis, keine Ahnung, bis in die Hunderttausende, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sind es sehr viele. Sehr, sehr viele und die kann ich nicht alle einlagern, das funktioniert nicht. So viel kann ich nicht einlagern. Das unreine Metall könnte ich eigentlich mal fertig machen. Komm, ich gehe nochmal kurz zur Anomalie. Dann machen wir da Stopp. Dann kann ich nämlich gerade nochmal gucken. Dann könnte ich vielleicht doch den Multiplayer mal wieder anmachen. Erstmal. Ich habe den Multiplayer nämlich die ganze Zeit aus im Augenblick. Wir gucken mal gerade. Optionen. Netzwerk. Multiplayer aktivieren. Zurück. Wir fliegen mal gerade los. Dann setzen wir die Anomalie mal gerade hier irgendwo hin. So. Und gucken mal gerade, ob wir uns noch ein paar Baupläne holen können. Wir haben ein bisschen Nadit in der Tasche. Nicht viel, aber ein bisschen. Und dann haben wir definitiv 2 Episoden voll mit, ja, mehr oder weniger No Man's Sky Content. Wow. Ist ja richtig was los. Stehen ein paar Schiffe rum. Was ist das denn? Ach, guck mal hier, das ist nur eine andere Variation. Guck mal, da kriegen wir sogar noch was zu sehen hier. Von Dada Sonic. Guck mal, das ist auch eine andere Variation. Geborgene steht dran. Steht da auch Geborgene dran? Jo, ist alles Geborgene, klasse. Ist ja auch die Dingens. Die, der hat so Flügel oben, okay. Also wenn es hier echt so und so viel Versionen gibt, dann uff. Was ist das für eine Variante? Ich mag die ja so lieber eigentlich, muss ich zugeben. Die hat so ein Dreieck vorne dran. Okay. Vielleicht muss ich auch nur einfach hier bleiben.
Vielleicht muss ich auch nur einfach hier warten, gucken, wer hier ankommt. Da kann ich noch ein paar andere Raumschiffe zeigen. Da brauche ich die nicht suchen, dann kann ich die einfach hier zeigen, weil die mir direkt hier, ich hätte schon beinahe gesagt, ins Gesicht fliegen. Wäre natürlich auch lustig, aber ja. So, ich wollte, was wollte ich denn jetzt? Jetzt muss ich gerade nachdenken. Ich wollte hier Anzug. Ich brauche Raffineriebauplan. Nur reisender Anzug ist eine Erweiterung deines Selbst. Lass mich dir helfen. Gucken wir mal gerade. Ich hätte gerne das Ding hier. Dann kann ich das nämlich bauen. Das baue ich direkt ein. Bam. Das Gute einfach, ich habe die Ressourcen. Dann geht es halt viel schneller, ne? Noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? 90. Na ja, komm. Dann haben wir hier alles gelernt. Was war bei dir noch? Raumschiff Upgrade. Kann ich noch was gebrauchen? Die beiden sind gesperrt. Wieso? Achso, weil ich den jetzt haben muss. Frachtscan-Deflektor. Den brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen da noch mal ein paar Sachen besorgen. Okay. Notfall-Warp-Einheit. Impulsstabilisator. Treibstoffeffizienz wäre wichtig. Ich muss definitiv wieder ein bisschen Nanit farmen mit dem Charakter hier. Na, wie viel habe ich denn noch? 2000 kann ich noch. Dann bauen wir beide hier. Nehmen beide. Dann haben wir hier auch alles weg, ne? Oder? Ne, die Warp-Einheit, die Notfall-Warp-Einheit noch hier. Okay, jetzt haben wir alles gelernt. Dann ist es auch alles weg. Hier habe ich noch gar nichts gemacht, glaube ich. Und da habe ich auch schon einiges gelernt. Wow, okay, so viel habe ich hier gar nicht mehr. Hier muss ich noch eine Menge lernen, glaube ich, ne? Synthese-Labor, oder? Hier habe ich alles gelernt? Ne, habe ich nicht. Siehst du da? Die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Ja, muss ich nochmal Nanit farmen, aber ist kein Problem. Was hattest du noch dabei? Okay, du hast ein bisschen mehr noch. Da könnte ich alles noch lernen, dann ist es weg eigentlich, ne? Ich nehme gerade so viel wie möglich mit noch und dann muss ich noch mal ein bisschen Nanit bearbeiten. Ich könnte noch Nanit sammeln jetzt hier, weil ich ja... noch ein bisschen 250, 180. Kriege ich das beides noch weg? Dann habe ich das auch freigeschaltet mit dem Charakter hier. 180 beides noch. Dann gib mir das hier, dann machen wir den beim nächsten Mal. Ich habe noch 9 Nanit, wow. Dann muss ich nochmal so 1000, 2000 sammeln. Dann kriege ich, glaube ich, noch ein bisschen was weg. Gucken wir mal. Wir könnten natürlich noch Nanit sammeln, wenn wir es abgeben hier eventuell noch. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Also, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Idee. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich hier noch weitermachen kann. Nochmal Scan, das ist ein blöde dann. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir noch ein bisschen was zusammenkriegen. Aber wenn wir nichts mehr haben. Du hast viel gesehen, da verstehst du es auch. Das weiß ich nicht. Bitte das. Guck mal, gerade Capitino-Bella hat er noch genommen. Ich hab noch meinen Nanit gekriegt, okay. Heute in der Gravity-Nobel kann ich ihm jetzt jeden einzelnen in der Hand drücken, oder was? Ich muss ihm jeden Gravity-Nobel einzeln geben. Okay, das ist natürlich krass. Kann man nicht sagen, einfach gib ihm alle? Wie viel kriege ich? Konnte ich jetzt gar nicht gucken, warte mal. 24 pro Gravity-Nobel? Oh, Backe. Wie viele Gravitino-Bälle habe ich denn in der Tasche? Zwei noch. Okay, dann machen wir zwei noch. Dann müsste ich aber alle sein hier, hoffe ich mal. Wobei, nee, warte. Lass mir mal einen übrig, falls ich noch welche brauche zum Einpflanzen. Ich brauche wenigstens einen. Hey Helios, kann ich dir noch ein bisschen was in die Hand drücken hier? Ein paar Dinge, die ich gesehen habe, auch wenn es nicht viel ist. Hauptsache, ich kriege ein bisschen Nanit. Wieder kleiner? Okay. 50, okay. Okay, wir haben wieder ein bisschen was. Ich muss auf jeden Fall noch aufräumen. Wie viele Frachtermodule haben wir? Eins haben wir gefunden. Geborgenes Fregattenmodul. Oh Mann.
Also wir können einen Teil einbauen. Ist ja gerade von dem Raumschiff weggedüst hier, okay. Ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Expeditionsbelohnung verfügbar. Exklusive Phasenbelohnung. Ach so, okay. Wir müssen mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Oder was ich machen kann. Vielleicht habt ihr gesagt, eine Idee. Ansonsten... Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Ich könnte natürlich mit dem Charakter hier noch ein bisschen weiter spielen, aber wir haben ja im Grunde genommen alles gesehen, ne? Oder zumindest habe ich schon alles gesehen und ihr könntet das auch, wenn ihr die Episoden guckt. Da sind noch ein paar Sachen. Auch wenn es ziemlich hörbar war. Ich könnte noch was bauen halt, ne? Wie gesagt halt. Ich habe angefangen was zu bauen, bin damit aber immer noch nicht fertig, mal wieder. Weil ich da noch so viele Ideen hatte und erstmal nur das hier und da ein bisschen gemacht habe. Und ich wollte auch nicht die ganze Zeit bauen, weil das uns halt zu langweilig ist, meiner Meinung nach. Und das will ich dann auch nicht machen. Tja, also... Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen können. Was ich machen kann, was ihr gerne noch gucken wollen würdet. Ich hoffe, ihr habt da eine Idee und schreibt noch was in die Kommentare, damit ich mal gucken kann. Vielleicht fällt mir da auch noch was zu ein. Und ja, dann habt ihr jetzt diese... Also heute Abend und morgen habt ihr dann noch... Die Expedition jetzt gerade auf dem Frachter nochmal und ja. Wir hätten die Ortungsgeräte noch zwei Stück. Also ich könnte noch zwei Schiffe suchen. Das wäre noch machbar. Ich könnte natürlich noch mehr suchen, aber jetzt alle Versionen zu suchen wäre auch ein bisschen doof, glaube ich. Ansonsten weiß ich halt nicht genau, was man sonst noch machen könnte. Ja. Mach schon. Ich hoffe, euch fällt was ein. Beziehungsweise mir fällt noch was ein. Und das sehen wir dann, wenn, dann in der übernächsten Episode. Oder ich mache was anderes. Das müssen wir dann schauen. Ich hoffe nur, dass wir dann da, dass da irgendwie was ist, was euch interessieren könnte. Mal schauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.